Von einer staubigen Wildnis entwickelte sich der Westen der USA in den vergangenen 200 Jahren zu einem vielversprechenden und dynamischen Landesteil. Die Blütezeit des Westens dauerte zwar nur 4 Jahrzehnte, sie gab Amerika aber für alle Zeiten ein neues Gesicht. Über die kanadischen Rocky Mountains schweben wir ein in die Bay von San Francisco, wo sich uns die Stadt bei strahlendem Sonnenschein eindrucksvoll präsentiert. Beim State Office Building beginnt unsere Orientierungsfahrt durch die Stadt. Mit der Siegessäule in der Mitte. Die Amerikaner haben auch Kriege gewonnen übrigens, ja. Hier Siegessäule rechts und dann hier links einer der Haupteingänge zum Macy's, links, ja. Rechts und links. Okay. Cable Car, meine Damen und Herren, die nächste Querstraße hat die Cable Car, die rüber geht, und dann bin ich nach riesigen Einkaufszentren. Dort links unten. 1960er, meine Damen und Herren, mit der Hippie-Kultur, als diese Gebäude übernommen worden sind und aus denen wurden Kommunen gegründet. Ne? 30 junge Leute in einem Gebäude. Die haben angefangen, die psychedelischen Farben zu streichen. Und das ist dann so Sitte geworden, die bunt zu streichen. Aber in den 1800er, waren sie alle nicht nur draußen dunkel, Schlachtschiff grau oder beige oder so, sondern innen drin auch dunkel. Heute modernisiert ganz hell innen. Diese Häuser in einem noch besseren Wohngegend würden noch viel Geld kosten. Die sind hier ein bisschen zu nah an den Sozialwohnungen handeln. Aber trotzdem ist keine schlechte Adresse, indem er das für spezielle Gruppen aufmacht oder Filmgesellschaften. Thank you.
Von einer Anhöhe hat man einen ausgezeichneten Blick auf die Stadt. Von der Golden Gate Bridge über die West Bay, die San Francisco Bay, zur Gefängnisinsel Alcatraz bis zu Downtown San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle. Eines der Wahrzeichen von San Francisco ist die Golden Gate Bridge. Wenn man die Brücke mit ihren enormen Ausmaßen vom Ufer aus betrachtet, kann man sich vorstellen, warum zahlreiche angesehene Ingenieure den Bau an dieser Stelle für undurchführbar hielten. Die Stadt hatte die ersten Studien für ein solches Projekt schon 1918 in Auftrag gegeben. Doch erst 1937 wurde das lachsfarbene Meisterwerk fertiggestellt. All across the nation, such a strange vibration, people in motion. There's a whole generation. Sind Sie auch schon in den 46 reingekommen, das erzähle ich mal, wenn wir auf dem Weg nach Yosemite sind, weil das was mit der kalifornischen Geschichte oder überhaupt mit Ulis Geschichte zu tun. Die berühmteste Erhebung der Stadt ist der Nob Hill. Der Stadtteil ist vor allem wegen der Größe und Eleganz der dortigen Villen bekannt, die vor einem Jahrhundert errichtet wurden. All the leaves are brown, the leaves are brown. In the sky.
Rastafari is a little red, red wine. Okay, maybe I'm a loner, maybe I'm a man, maybe I'm a fool, but try to understand. I've been a dreamer, and I've been around, I've spent my time in many lonesome towns. Ein kurzer Spaziergang führt von Fisherman's Wharf zu den Piers 39 und 41. Zum Highlight entwickelte sich eine Seelöwenkolonie, die zwischen Pier 39 und 41 auf schwimmenden Holzplattformen lebt und sich offensichtlich dort sehr wohl fühlt.
wäre ein Besuch von San Francisco ohne eine Fahrt mit den Cable Cars. Am Hyde Street Pier befindet sich der Cable Car Turnaround, ein Wendeplatz der Cable Car Linie, wo die Waggons von den Schaffnern per Hand umgedreht werden. Von hier aus fahren sie steil bergauf auf den Russian Hill in eines der wohlhabendsten Viertel der Stadt. Tagesausklang lassen wir es uns noch in einem Restaurant in Chinatown schmecken. Rede mit Umständen nicht weit. Schmecke du. Am nächsten Tag geht es weiter entlang der Sierra Nevada Richtung Yosemite Nationalpark. But we can't say what we've seen, and we're not little children, and we know what we want. Vorgeschichtlichen Zeiten, die Brände waren relativ niedrig. Asche und so weiter war sehr nützlich, voll mit Mineralien. Aber jetzt, wenn diese Samen runterfallen würden, wenn sie in diesem Gebüsch hängen bleiben und nicht zum Boden kommen. Momentan kaum Wasser drin, als Merced für Sönigital. Leider Tourbusse dürfen hier nicht anhalten.
Der Yosemite-Nationalpark gehört zu den meistbesuchten Nationalparks der USA. Mit einer Fläche von 3080 Quadratkilometer, von denen 90% als Naturbiotop ausgewiesen sind, ist er ein gutes Stück größer als etwa das Saarland. Als eiszeitliche Gletscher das 13 Kilometer lange und knapp 2 Kilometer breite Tal in seine heutige Form brachten, blieben auf beiden Seiten schmale Hängetäler übrig, die Wasser kanalisierten und Sturzbäche über die hochgelegenen Abbruchkanten des Tales stürzen ließen.